Ganz selbstverständlich liefert uns zu Hause der Kran das Wasser. Anders sieht die Sache aber bei den Stadtwerken aus. Sie müssen die Wasserlieferung jederzeit garantieren und viel Geld anlegen. Ein Blick in das Pumpwerk in Sundern zeigt, welche kostspieligen Anlagen notwendig sind, um das Lieferungsnetz von 440 Kilometern ständig unter Druck zu halten. Haushaltungen und Industriebetriebe haben im vergangenen Jahr rund 36 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht. In einem besonderen Labor wird das Wasser auf Bakteriengehalt ständig untersucht, um der Bevölkerung einwandfreies Trinkwasser zu liefern.